Gotham City Rumble. Und wir sind drinnen im Gotham City Rumble. Ich habe es gerade auf Englisch kommentiert und gespielt. Jetzt wieder in German. Warum ist es ein Gotham City Rumble? Wo ist mein Batman-Symbol? Ah, da hinten ist es. Wechselt das? Ich sollte nicht zu überrascht sein. Schaffen die das? Sie schaffen das. Schafft er das? Er schafft das auch. Gute Arbeit, Mr. Batman Car. Sehr schön im Film drinnen. Komm schon, bring's vor's Tor. Oh, da habe ich meine Chance verpasst. Bull Chasing, like the best of them. Was ist verändert? Sie haben artistisch was verändert. Oh, das könnte gut ausgehen. Uff, alle drei habe ich geschupft. Er schafft den Schuss nicht, er spielt ihn nach hinten. Guter Mann. Die Symbole, die Schuss-Tausch-Symbole, Flug-Symbole, die Power-Ups, die haben sie verändert und die Map ist angepasst worden. Nicht die größten Veränderungen, aber es schaut schon ein bisschen cool aus. Was war das für eine Map? Man City, Mannheim, sowas in die Richtung. Ich habe Spikes. Vielleicht schaffen wir sie einzusetzen. Werden wir gleich sehen. Oh, er schafft's. Nein! Nein? Mist. Oh. Uff. Aber das hat ihn viel gekostet. Die Mitglied? Okay, er schafft sie. Und der Bass? Nein, der Bass kommt nicht. Okay, er hat ihn gesaved. Eieiei, hat es nicht verbessert. Situation. Oh, uff. Sehr schön. Mr. Malek. Malefique, wahrscheinlich in meinem France-Accent. Ja, France-Accent. Nicht ins Englische wechseln, Patrick, nicht ins Englische wechseln. Ich wollte eigentlich normal Rumble spielen, aber das ist die Upgraded-Version anscheinend. Der befristete Spielmodus hier. Keine Ahnung, wann sie den eingeführt haben. Wahrscheinlich zu Fasching. Würde es Sinn ergeben. Gute Defense. Komm schon, Mann. Ich weiß nicht, ob das es besser gemacht hat, aber ich bin sowieso kein Magnetfreund. Okay, ich bin ja nicht so schlecht mit den Punkten dran. Nicht zu peinlich. I'm dead. Ich bin tot. Ich bin nicht Vater. Das war nicht die richtige Übersetzung. Tot. Nicht Vater. Tot. Uff. Mit wem habe ich gerade getauscht? Oh, der könnte gut werden. Nein, er blockt. Schafft er den passen? Ich probier's. Oh, wirklich. Defensiv haken. In einem richtigen Zeitpunkt. Uff, guter Fake. Hätte eigentlich gut ausgehen können. Oh. Eieiei. Wir haben gute Defense, die Jungs. Muss man ihnen lassen. Wo? Ich schwöre, da hat er noch was dazu raufgehaut, was das für mich schwerer gemacht hat. Uff. Nur den anderen erwischt. Komm schon, Teammitglied. Der kommt nicht weit. Wenn ich ihn erwischen würde, wird er nicht weit kommen. Da muss ich es blocken.
Nein, nein, schaffen sie nicht. Oh. Ich schaffe es nicht blocken. Möp, möp. Okay. Ich werde nur rumgeschubst. Nehmen wir das. Defensivhaken wird wahrscheinlich gleich gebraucht. Ei, ich hätte gedacht, dass er erwischt. War eigentlich ein taktischer Block geplant. Aber nein. Was ist das? Nichts, was ich gerade einsetzen kann. Gerade interessant, was ist das? Der Boot? Puh. Okay, ist gut, dass er erwischt hat. Mist. Du wirst gebootet. Alter, was? Das war ein Bass. Das war ein Bass. Das klatscht schön. Mein Team ist gerage quittet. Möp, möp. Möp, 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 möp. Schade, schade. Boom. Ich block den. Komm schon, Teammitglied. Wir sind die besten Bots. Oh. Ja, ich hol mir noch eine Revanche. Ich hol mir noch eine Revanche. Kommt schon, Jungs, gib mir die Revanche. 1 gegen 3, das. 1 gegen 2, das schaffe ich. Das schaffe ich doch. Oh. Oh. Keine Ahnung, was gerade das Hintergrundmusik bei mir ist. In der englischen Episode war es zu leise, fast dass man es hört. Keine Ahnung, was gerade für ein Aerial kommt jetzt. Keiner. Kein Aerial, die Meerjungfrau. Gar nichts. Gar nichts. Außer Feeling. Oh, meine Einstellungen passen nicht, ich bin mir sicher. Es laggt gerade zu viel. Gott, was ist hier los? Ja, noch peinlicher als in der englischen Episode. Okay, jetzt aber. Nein, 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 nein. Oh, besser doppelt suchen. Oh, besser doppelt suchen. Ich spiele einmal pro Monat. Um ein bisschen Rocket League reinzukriegen. Okay, passt. Holy Savage. Gakovnik ist bei mir, wenn dann. Gakovnik. Oh, was haben wir hier? Oh, jetzt mache ich meinen Aerial, die Meerjungfrau. Ich hoffe, das auszufahren. Guter Block, schon mal gratis Punkte. Hopp. Ich bin nicht der beste Spike-Spieler. Und nicht der beste Magnetspieler. Uff, nicht der beste Rocket League-Spieler allgemein. Fast hat das eigentlich doch versucht. Habe ich meine Teammitglieder schon verloren mit den Aktionen? Nein, noch nicht. Kann nicht lange dauern. Wupp, das war chaotisch. Er schafft den Pass nicht. Yep. Mein Talent beweise ich hier nicht. Ich habe die letzten Tage hauptsächlich Elex gespielt, okay? Man sieht nicht zu viel erwarten, da ist eine ganz andere Einstellung gefragt. Doppelfausten. Oh, nein, zu schlecht gelesen. Den Gegner habe ich gelesen. Buff.
Was wollte ich mit meiner Musik sagen? Ich habe gerade einen Song vielleicht fertiggestellt, den ich mir noch ein paar Mal durchhören muss, bevor ich vielleicht weiter master oder ihn dann morgen release. Der Song hat einen ganz eigenen Namen. Oh, gute Arbeit, Team. That Mushroom into Mushroom Heaven. Ich hoffe, ich release ihn morgen. Das ist der Plan. Instrumental. Oh, das war nicht gut. Mit einer ganz eigenen Zeichnung, ohne Farbe bis jetzt. Ich werde die Farbe wahrscheinlich noch fertigstellen dann. Also Bild mit Farbe fertigstellen. Von Mario und Ash Ketchup. Ketchup. Und dann der Name ist schon eigen. Das Lied wird eigen. Mit meinen eigenen. Juhu! Und wow! Sounds noch dazu. Er ist ziemlich verrückt, aber er hat irgendwie was. Komm schon, halt. Er haltet ihn nicht. Also nicht ganz instrumental, es sind ein paar selbstgemachte Mario-Geräusche dabei, auch ein Pika Pika. Dass man weiß, wie verrückt ich bin. Ja, was wollte ich dazu sagen? Bin nicht verrückt. Ich bin nur kreativ. Pinch, nein, Mist. Er wird wahrscheinlich am Anfang der englischen Playlist sein. Ganz leise, dass man ihn sowieso nicht hört, weil ich mein Audio-Mixing auch verkacke. So wie ich meine Synchronizität von der Webcam, Facecam, was mache ich hier? Oh, geniale Saves, fast auf die Fresse bekommen, das mache ich hier. Weil ich meine Synchronizität von meiner Webcam und vom Spielen und vom Reden irgendwie nicht hinbekomme. Ich weiß nicht, wie ich Musik erstelle und Audio-Mixing von meinen Aufnahmen nicht hinbekomme oft. Better Block. Weil. Oh, Mist. Oh, was wird das? Ein genialer Angriff. Oh, wirklich? Ja, wäre doch ein guter Schuss gewesen. Was geht hier wieder ab? Fast gut geplant. Liegt wieder an meinen Teammitgliedern, die fehlen die ganze Zeit, ich fehle. Never mind, never mind, never mind. Ich fehle natürlich nicht. Nein, nein. Überhaupt nicht. Ja. Falls ihr ja Elex gerade geschaut habt, da habe ich gerade hoffenweise reingegrindet. Da wird wahrscheinlich morgen mehr noch kommen. Ich habe 20 Parts voraufgenommen. Wir sind jetzt bei Part 11. Also bis Part 20 ist schon mal aufgenommen. Ich werde vielleicht noch ein paar andere Projekte arbeiten, außer bei Rocket League auf die Presse zu bekommen. Ich habe gerade Lust auf Rocket League bekommen, bevor ich jetzt trainieren gehe. Das Aufwärmen, damit ich schön motiviert bin und mein Selbstvertrauen niedergedrückt worden wird, weil ich sowieso nur auf die Fresse bekomme hier gerade mit 5 Toren und nur noch Bots wieder im Team habe. Liegt natürlich nicht an mir, sondern meinen können. Komm schon, Typ. Vielleicht liegt es doch an mir. Dem mache ich was vor. Man hat ja meine Aerial-Künste gesehen. Eine Aerial Denarium-Vorkünste. Okay, was geht hier gerade ab wieder? Oh je. Oh, ich bin verwirrt. Ich glaube, mein Controller hängt zu viel aus für Rocket League. Ich glaube, das ist der falsche Rocket League Controller. Natürlich. Wie schon gesagt, es liegt nicht an mir, dass ich verliere. Die Bots sind schuld. Jedes Mal, wenn ich sowas sage, bekomme ich instant auf die Fresse. Raus hier! Danke fürs Zuschauen. Morgen kommt mehr Elex. Tschüss!